So. Hey, genug jetzt. Du bleibst da drin bis nach Endor. Dann überlegen wir uns, was wir mit dir machen. Also bis dahin. Alter. Ich bin aber auch ein Brutalo. Ja, weiß ich schon, kenne ich. Hat er mir doch angezeigt, Mann. Geht weg. Dum-dum-dum-dum-dum. Ja, was soll ich mir, wie soll ich den denn jetzt takedownen? Ist hier noch irgendwer? Ahnen die Rebellen, dass sie gefangen werden wollten? Nicht mal im Traum. Naja, das ist ja ziemlich unkonventionell. Wir hätten ihr Schiff einfach sprengen sollen. Zu auffällig. Damit das hier klappt, müssen wir subtil vorgehen. Ich verstehe, Kummer. Admiral Akbar. Ich rufe die Invincible Faith. Sie wissen mittlerweile von dem Signal, das Allianzschiffe ins Galan-System leitet. Dadurch lenken wir die Aufmerksamkeit des Imperiums von Sallust. Ja. Wir sagen, die Rebellen glauben immer noch, wir haben keine Ahnung von der Sallust-Sache. Sie wissen nicht, was sie auf Endor erwartet. So muss es auch bleiben. Wenn die Rebellen die Nachricht entschlüsseln, bevor ich sie lösche, ist alles verloren. Halte C. Nee, ich bleib jetzt erstmal im Ego-Shooter-Modus. Hacken. Aber ich kann dich anvisieren, warum nicht? Es ist soweit. Wir fliegen nach Talos und stoßen zum Rest der Flotte. Die Koordinaten vom Captain sind da. Bereiten wir den Hyperantrieb vor. Einmal scannen, bitte. Boah, sind die viele. Elektroschock, los! Aha. Oh Mann, das ist aber ärgerlich. Wir sind so viele, Mann. Und das machen. Scan den Bereich. So, jetzt gucken wir erstmal, was wir hier machen können. Können wir hier irgendwie einen Elektroschocken? Ich werde mich mal umsehen. Du musst was für mich hacken. Okay, hack mal. Können wir das imperiale Signal noch mal checken? Wir haben kaum noch Zeit. Vorhin wurde ich angeschrien. Ich gehe da nicht mehr rein. Agent Hawk, ich bin bei der Kommunikationszentrale. Das Löschen der Nachricht wird einen Alarm auslösen. Bereit machen zur Exfiltration. Verstanden. Aha. Verschlüsselte Infos gefunden. Tja, also ich weiß nicht, warum das Spiel so schlecht bewertet wird. Vielleicht ist es auch der Multiplayer-Modus, ich weiß es nicht. Aber Löschung erfolgt. Die Rebellen werden nichts finden. Also die Kampagne ist auf jeden Fall am Anfang schon mal witzig und von der Grafik her auch geil. Agent Hask, es wird Zeit. Es wird Zeit, was beschaffen wir uns denn jetzt? Ich nehme einen Blaster und gehe zum Exfiltrationspunkt. Ein Blaster, ja, wundervoll. Bin unterwegs. Die Corvus auch. Los, Brüder. Ja, jetzt macht die Schleuse auf. Vorsicht vor dem Brüden. Achtung, sie ist bewaffnet!
Hack das Teil, Droide. Schließ auf die Steuerung, falls du wirklich, ne? Dann machen wir. Yeah, baby. Hier gibt's nichts. Gehen wir dahin. Hacken! Kann ich hier irgendwas zerschießen, damit was zugeht? Nope. Auch nicht. Geh. Hack das Ding! Na toll. Kommt doch was. Das war auch was. Warte, was soll denn das? Alter, ich bin tot. Nee, warum? Ich hab nicht auf ihr Post. Oh, es ging alles zu schnell. Scan, ja, ja, bla bla bla. Muss ich hin. Ich glaube, die Sicht ist jetzt gerade hier ein bisschen besser. Weil ich ja diesen Blödsinn da hacken muss. Eier. Eier! Was?
So, jetzt muss ich hab sie gefunden! Da hacken.